Knochenbrüche, Herzversagen oder lebensbedrohliche Verletzungen. In ihren schwersten Momenten brauchen Patienten die medizinische Unterstützung von Ärzten und Pflegern. Die Universitätskliniken Graz und Innsbruck versorgen gemeinsam ca. 200.000 Patienten pro Jahr stationär und bis zu 2 Millionen ambulant. Die Ärzte und Pfleger dieser Krankenhäuser sind Tag und Nacht für die Menschen ihrer Regionen im Einsatz. Und jeden Tag werden hier Leben gerettet. Ein schwerer Unfall hat sich in den Tiroler Bergen ereignet. Ein junger Mann ist beim Skifahren gestürzt, mit schrecklichen Folgen. Und in dem Moment irgendwo realisieren sie ganz langsam, dass sie ihre Arme und Beine nicht mehr bewegen können. Und jeder von uns hat Angst, irgendwann im Rollstuhl zu sitzen. Martina Streiter leidet seit Jahren unter unvorstellbaren Schmerzen. Ob beim Lachen, Essen oder Trinken, bei jeder Bewegung ihres Kiefers fährt ein heftiger Nervenschmerz durch ihr Gesicht. Du denkst, wenn es nicht besser wird, dann springe ich irgendwo hin. Und nach einem Sturz ist die kleine Nathalie seither wie verändert. Jetzt zeig mal hin, wo du weh hast. Da. Okay. Selten ist es dann der Fall, dass die Kinder schwere Gehirnerschütterungen haben, eventuell dann auch eben mit Blutungen im Schädel.